Am Freitagnachmittag sorgte der beliebte Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenmeng für beste Stimmung in Sayersberg. Vor der Kulisse der Shopping City begeisterte sie mit einem mitreißenden Konzert auf dem Parkplatz. Zahlreiche Fans und Schlagerliebhaber strömten zusammen, um das Live-Erlebnis der energiegeladenen Performance zu genießen. Aber vorher gab es noch Musik von den Vorgruppen, die das Publikum in Stimmung brachten. Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier, feiern auch schon mal mit mir, wir manchen. Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Wie ich dazugekommen bin, war eigentlich ein bisschen kurios, muss ich ehrlich sagen. Also, es ist dazu so gekommen, nämlich, dass ich mich bei der Shopping City Sayersberg gemeldet habe und auf einmal anfragen wollte eben für einen Live-Auftritt im Sommer eben, weil ich gehört habe, dass sie freitags immer Live-Musik haben. Und daraufhin haben sie mich eigentlich gleich dafür eingeladen, ja, und ja, hat mich wirklich sehr gefreut. Wo kann man mich überall sehen? Also verschieden bei diversen Veranstaltungen. Ich bin in Kärnten viel unterwegs, so wie heuer das Gackern ist geplant. In St. André eine riesengroße Open-Air-Veranstaltung eben. In Deutschland bin ich heuer auch das erste Mal in Mühldorf beim blau-weißen Stammtisch dabei. Und ja, am besten einfach bei mir Social Media reinschauen. Und dann sieht man überall, wo ich unterwegs bin. Wahnsinn, also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel das dann bedeutet, so eine Chance zu kriegen als kleine Künstlerin. Ich habe noch nicht so den großen Namen, ich habe noch nicht so viel Erfahrung, also was das betrifft, und einfach da jetzt so die Möglichkeit zu haben, vor der Melissa Naschenmeng zu spielen, die einfach ein mega Idol für mich ist, weil die einfach ihren Weg gegangen ist. Die hat auch nicht immer gleich alles gehabt und gewonnen und geschafft, sondern die hat echt hart dafür gekämpft, damit sie heute dort ist, wo sie jetzt ist, und dann ist es noch mehr ein Privileg, heute da zu stehen. Wir sind Checker Neue, bestehend aus Mick Checker und Manuel Neue. Grüß dich. Oder grüß euch. Ich bin Mick Checker. Du? Nein, wir sind eigentlich in der Austropop-Schiene ganz breit gefächert. Wie wir schon am Anfang gehört haben, unsere Schiene geht von Ambros bis C-Fix, und in dem Genre bewegen wir sie uns sehr gut eigentlich. Ja. Am meisten auf C-Fix. Ja, für uns ist natürlich eine große Ehre, dass wir das machen dürfen, und freut uns wahnsinnig, dass wir heute dabei sein dürfen. Und wie war die Stimmung? Die Stimmung war brutal, muss man schon sagen. Also es war wirklich gewaltig. Die Leute haben so viel mitgesungen, so viel geklatscht. Also es war wirklich schön, dass wir da sein haben dürfen. Was ist gehört auch mal? Das dürft ihr jetzt nicht versammeln, weil sie kommen. Du machst ein Bühne von meinen Fears. Auf deiner Halle, ich bin die, die richtig sieht. Und da dein Sixpack, das ist schon was. Komm, ich spiele meine Knie, dann schon schwach. Du bist gern Gummi. Melissa Naschenmeng präsentierte ihre größten Hits und neue Songs, die das Publikum zum Mitsingen und Tanzen animierten. Mit ihrer charismatischen Bühnenpräsenz und ihrem unverwechselbaren Sound brachte sie die Besucher zum Strahlen. Das Konzert von Melissa Naschenmeng am Parkplatz der Shopping City war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Highlight für alle Schlagerfans in der Region.